sein, dass wir hier draußen in der Kälte sind, wenn die ganzen guten Sachen da drinnen abgehen. Mach einfach, was Two-Face sagt. Ja, bring ihn bloß nicht dazu, die Münze zu werfen. Wenn die falsche Seite oben landet, bist du ruckzuck erledigt. Genau wie Bailey. Ja, genau wie Bailey. Two-Face hat ihn auf so eine riesige Industriesäge gelegt. Zauberhalbiert. Du machst Witze. Von wegen, wir mussten den Scheiß danach sauber machen. Hast du mal gesehen, was aus einem rauskommt, wenn man zerteilt wird? Nein, wirklich. Ist übel. Stücke von der Leber, vom Herz. Das Zeug, was der Betreffende gegessen hat. Und der Geruch ist der blanke Horror. Ob er das auch mit Catwoman machen will? Ich dachte, die seien Freunde. Wer weiß, bei Harvey enden Freundschaften schnell. Wenn die Münze falsch landet, sollte man abhauen. Die Fledermaus ist hier! Da drüben scheint irgendjemand zu kämpfen. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Vorsicht! Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Greif das Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auch für die Angeklagte! Verstehst du es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey? Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Oh, tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los, ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ruhe im Gericht sein! Ruhe! Ruhe! Sei still! Was zum... Er hat eine Knarre! Gefällt dir schon besser. Willkommen, Insassen von Arkham City. Es ist schön, so viel... Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten.
Ihr könnt euch uns anschließen, um eine neue Macht in Arkham zu wählen. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. Wenn der Clown stirbt, gehört die Stadt uns. Dann herrschen wir hier. Oh, Batman! Lauft um euer Leben! Unser Freund Batman ist hier! Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei! Das Urteil lautet Tod, Batman! So ein Mist! Wenn ich fertig bin, dann kenn ich nicht mal mehr deine Mama! Ich lege es mein Gerichtssaal! Kommt schon, was machen die Jungs denn da unten? Schlag ihn! Das wird leicht, Batman. Einspruch! Abgewiesen. Kopf oder Zahl, Miezekätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, ha? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlappe! Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neun Leben. Lass dich nicht so hängen, Harf. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinker, Zwinker, Fledermaus. Gleich knips ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Wir sehen uns bald, Bats. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Ist er noch da drin?
Glaub schon. Kann da drin jemanden hören? Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red kein Unsinn. Wenn wir die Tür zu halten, kann er nicht raus und wir sind in Sicherheit. Wirklich? Was ist, wenn er einfach hinten rausgeht? Man kann hinten raus? Ja, Two-Face hat's mir gezeigt. Es gibt ein Kellergeschoss, ist voller Zellen. Da unten ist irgendein Kerl. Verdammt, und das fällt dir erst jetzt ein. Frierst du? Natürlich friere ich. Es sind 10 Grad minus und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Lass die Dame los, Batfreak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich. Natürlich ist es das. Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung. Ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, Scheiße. Dabei soll es er auch bleiben. Uns. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. Wir müssen von hier verschwinden! 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Das hält ihn nicht auf! Oh Mann, ich werde hier krepieren! Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten.